Als Essen trinken brauchst du ein bisschen was im Kühlschrank. Nee, nee, das passt schon. Da gehen wir jetzt weiter. Oh. Wohin gehen wir denn jetzt? Die anderen Häuser hier auf dem Weg checken und Fußufer entlang. Already! So, so, so. Alle, alle, alle. So, so, so. Bär! Ja, ich will den nicht unbedingt angreifen. Ich auch nicht. Weißt du nicht wo, aber. Wir haben mal wieder keine Sleeping Bags platziert, oder? Ja, wir haben auch keine gemacht. Scheiße. Ganz wir jetzt mal eine. Brauchst du noch eine Sleeping Bag? Ja, hast du noch eine über? Ja, ich kann dir noch eine craften, warte. Wow. Dropst du die hier? Ja, drop. Da. Ja, gehen wir die erst placen, oder? Zurück. Ja, ja. Da hab ich keinen Bock drauf. Will dann nicht. Falls wir verrecken. Will dann nicht. Auseinandergenommen sind. Ich hab keine Lust drauf. Bei den nächsten auch nochmal meine Grafikeinstellung ändern, aber irgendwie glänzen die irgendwie so komisch. Das ist ab und zu so, ich weiß nicht, an was das liegt. Ach, du hast das auch oder was? Ab und zu, ja. Kein Plan, an was das liegt. Mach schon. Ich wollte den ganz safe öffnen. Achso. Ja, ich weiß nicht, an was das liegt, der buggt. Ich hab den Bug nicht, ich glaube, es soll so sein. Ja. Aber irgendwie muss man die ja dann öffnen können. Ja, irgendwie schon, aber vielleicht muss man die halt echt nicht machen, aber ich weiß nicht. Ja, brauchst ewig und brauchst passende Werkzeuge. So eine normale Axt brauchst da ja, geschätzte 100 dafür. Ja, extra, damit die Leute nicht einen ganz safe abgeiern und ganz Part sich holen. Vor allem, wenn man jetzt auch noch den Mold dafür machen kann. Ja, ich glaube, du kannst nicht alle Mold machen, aber die meisten, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber man braucht noch Rezepte, die ich noch nicht gesehen habe. Ich bin schon aus der Puste, das ist auch nicht wahr. Duct Tape. Brauchen aber da Cooking Pot und den ganzen Shit. Alles, wir müssen alles holen. Wir haben noch gar nichts. Teilweise voll die Man-Stop-Munition. Bleibt gerade so in der Luft hängen und fliegt rückwärts zurück. Ja. Es ist ja schön, dass sie Effekte reingebracht haben, aber es ist noch ein bisschen zu heavy teilweise. Nein, es kann sich nicht bewegen. Alles
Mal raus. Ich geh oben. Mann. Joven ist. Noch zwei Wochen. Oh, ich hab Cooking Pot, so wie es aussieht, jawohl. Ich hab Job. Gunfaser. Ich brauche dieses scheiß Forge Ahead Book. Ja, das brauchen wir halt. Das ist das Wichtigste am Anfang. Ich hab da hinten schon anders durch, ich glaube. Hast du jetzt einen Cooking Pot? Ja, ja, hab ich. Okay, weil hier sind auch vier Stück drin. Nee, wir haben einen, das reicht. Ja. Das reicht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hoffen wir auf bessere Bräuche. Mal weiter. Ein Rucksack. Oh, eine Hunting Rifle. Du hast eine Hunting Rifle gefunden. Ja, Mann. Aber keine Ammunition, oder? Nein, Mann. Ah, doch, das sind ja auch die 7,62. Doch, habe ich Munition dafür. War auch drin. Ich dachte, die hätten andere. Ich dachte, 7,62 wäre Sniper. Aber das ist das gleiche. Gott, Job, dann können wir auch den Bären erledigen. Nein, lass mal nicht. Sterben wir noch. Oh. Leute, du hast jetzt einen One gegeben. Jo. Thanks, das. Wow. Ich glaube, das Hitcap ist einfach richtig beschissen. Ich glaube auch, teilweise die Hitbox ist richtig scheiße. Ja. Teilweise brauchst du 10 Schuss auf den Kopf und teilweise reicht ein Unterschuss. Ah, okay, vielleicht haben die Hitbox ein bisschen verkackt. Haben wir so viel mit Animationen und Scheiß gemacht, vielleicht haben sie da irgendwas verkackt. Bestimmt hat jemand was verkackt. Relativ viel Metal Shit. Oh, Repair Tool. Ja, ich hab hier schon alles durch. Wasser? Hundefutter. Na lecker. Hundefutter! Hey. So, dann gehen wir mal weiter. Yes, weiter, 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 weiter. So muss das sein. So lob ich mir das. Crawler. Ja. Einmal. Bam. Geht er da auch. Zwei weitere. Bam. Food, 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 food. Oh, noch eine Feier-Ex. Top. Pick-up-Plant! Wow. Was ist los? Das ist noch ein Mining-Helm. Ja, Mining-Helm. Ja. Komm mal hoch dann gleich. Droppt er den mal hier? Da ist er. Der Zombie ist da unten. Ah, fuck, der ist hier unten.
Ich dachte, er wäre da oben drin. Kriegen wir die Tür oben durch? Ach, nehmen wir was anderes. Warte mal. Warte, wir gehen einfach hier rein. Smart. What's up, bitches? Ganz safe. Das ist wieder laut. Mit der Axt, die macht das zwei kaputt. Die Gags dafür. Ach, der ist kaputt. Ich schau den jetzt auf. So, mit, wir checken das auch noch auf Farm. Wir kriegen ihn nicht down so schnell. Beide deine Pfeile kaputt. Nein, aber meine Pfeile ist aber nicht schon. Ah ja. Alles kaputt. Alles kaputt. Pick sind nicht down. Warum nicht? Halt Pick ist dafür draußen, sonst ist der Frost zu liegen. Er ist offen. Oh! Du kriegst den nicht kaputt! An was ist drin? Gunparts. Okay. Hunting Rifle, Hunting Rifle, Shotgun, Hunting Rifle. Da ist das nicht. Das heißt, man kann die ganzen mal aufbauen, einfach. Dauert zwar ewig, aber okay. Ja, irgendwann, also der geht nicht kaputt, ne? Das ist halt das Ding. Du musst halt gucken, ob der dann aufgeht. Das Schloss zerbricht irgendwie und dann kannst du da noch Scrap Metal von abziehen. Alter. Nein, ein Hase. Oh, das ist ein Hase. Was? Ich kann ihn nicht reparieren. Wir können ihn nochmal reparieren. So reinziehen. Nee. So reinziehen. Wann wird's dunkel? Dann lassen wir noch ganz schnell hier die Farm da vorne checken, oder? Aber das sollen wir es morgen machen, weil es 17:15. Ich weiß nicht, wie schnell es jetzt wirklich dunkel wird. Ja, ist schon übel dunkel, das Spiel ist schon übel dunkel. Ja, lass es lieber am nächsten Tag machen. Ja. Leider kein Forgebook. Ja, wir müssen in die Bibliothek laufen. Ja. Wir müssen dahin kommen. Da ist bestimmt das Wort. Wo waren die? Boah, ich glaube, wir sind in die andere Richtung gelaufen. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Was mich mal interessieren würde, ob man mit den Brandpfeilen auch irgendwie Gebäude anzünden kann. Wäre schon cool. Dass die dann so, dass die Blocks dann so auseinanderbrennen oder was. Ja. Dieses Ausdauerding geht mir so auf die Eier. Das würde mich hier auch abfangen, wenn ich das wüsste. Was sie gemacht haben an dem Spiel. Ja. Deine World ist so, deine Ausdauer ist nicht so geil. Wenn ich in so einer Zombie-Apokalypse wäre, könnte ich 24/7 rennen. Ohne Unterbrechung. Mhm. Mit Loot und allem. Ah.
Ja, wo kommen die Zombies jetzt auf einmal her? Da ist schon wieder einer, ein dicker. Ah. Was droppt da nicht? Of course. He dropped nothing at all. Oh, Bär. Wollen wir uns mal einen Bär probieren? Wusste ich, sehe ihn nicht. Das hier direkt. Ja, ja komm. Schieß ihn ab. Oh, er kommt. Das ist schon mal gutes Fleisch. Ich hab daneben geschossen. Der hat richtig Fuß, ich dachte, renn. Boah, jetzt hab ich ihn. Oh shit. Der blickt es nicht mit der Treppe. Ja, gut so. Wo ist der? Ich weiß nicht. Wow. Er ist gebuggt. Unter der Treppe in dem Ding drin. Nein, jetzt nicht. Alter, wie viele Schüsse hält der aus? Ich hab ihm schon ein paar Headies gedrückt. Das Ding ist, man kann halt von dem anderen Aggro ziehen. Oh shit, oh shit! Wow. Hat er dich erwischt? Ich bin down. Du bist ein Move einfach nur. Du bist einfach ein Move noch. Ey, der ist strong. Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Ja, der hat uns rasiert, würde ich sagen. Alter, wie viele Bullets verträgt der? Ja, wir spielen auch noch auf 5, Alter. Die Zombies halten auch schon 10 Bullets aus. Und dann mit dem Bär, ich will's gar nicht wissen, der hält 1000 aus. Dreckiger Bär. Hä? Der ist down. Ja, ist ja verblutet. Ist klar. Er ist down. Ah, weißt du warum? Ich glaube, die Pfeile haben jetzt einen Blutungsschaden. Ja. Ich glaube, die kriegen dann Verblutung. Und dann ist der verblutet, leck like raus. Genau. Good job. Was 5 Bärenfleisch. Und er hat hier unsere Treppe kaputt gemacht. Voll wegrasiert. Ist egal, ich schmeiß den ganz safe auf. Klatschen wieder alle Weapon Parts, würde ich sagen, rein. Alles klar. Ich glaube, wir brauchen mehr Storage. Oh yeah.
Wir gehen jetzt auf den Hofstern. Checken alles ab. Jo, muss einfach gar nichts. Jawohl, unser Kamin war aus. Alrighty, wie kommen wir hier wieder runter? Well done, well done. Close the fucking door, son. Jawohl, du hast die 4 Pots mitgenommen. Gut. Was hab ich mitgenommen? Die 4 Pots, ja. Pots mitgenommen. Ja, die kann man im Ofen ja auch schmelzen und so. Ach so. Okay. Oh. Das ist. Also. Entity Damage 0. Effect Bleeding. Effect Chance of your Bleeding. Wir müssen dann auf jeden Fall noch Holz organisieren, ein bisschen. Dafür ist meine Axt leider nicht mehr ausgerichtet. Wir haben genug Metall, kannst du ja so Repair-Scheiße erstmal bauen. Dass du die Fire Axt noch ein bisschen am Leben erhalten kannst. Haben wir genügend von dem einen? Ja, wir haben. Ja, du kannst runter upgraden. Ja, das geht aber nur, die Pipes kannst du runtergraden. Ach so. Ja, wie viele Pipes haben wir? Ja, 3. Ja, also gibt da auch ein paar. 15, ja, ich kann. Ja, ist fast wieder voll. Also jetzt Holz sammeln, ja. Ja. Auch mal ein bisschen die Bäume gerade hier direkt ums Haus, damit wir mehr Überblick haben, wenn die Zombies dann kommen. Ich hab schon gemerkt, hier zu verteidigen ist scheiße, weil du siehst es so spät erst, wenn die hier durch die Wälder kommen. Okay. Schön der Holz. Schneller! Impressive. Ich frage mich, ob die Katze mich heute wieder besucht. Ja, bei mir war es gestern auch, aber das war gegen Abend. Ja, bei mir war sie jetzt morgen. Ich stehe frisch auf. Das ist bam. Halt mies. Suddenly Cat ist hier. Das war schon mies, Alter. Ja, ich hatte den Vorteil, dass sich bei mir nicht reingetraut hat. Ich hatte den Ventilator, also der Tür nur angelehnt, den Ventilator quasi in der Lücke drin stehen. Ja, ich hatte ja. Und der auch Vollgas und ich glaube, dass sich nicht reingetraut hat. Aber sie war der Fox, das hat rummiaut. Die ist ja sonst auch nie reingekommen und auf einmal schaue ich so vor, auf einmal läuft so eine Katze rum, so schon. Das ist auch der einzige Grund, warum ich nachts den Rollladen einfach komplett unten habe. Also so, dass halt die Spalte offen sind, aber halt komplett unten, dass diese scheiß Katze nicht reinkommt. Weil ich hab so Bedenken, dass die mal nachts kommt. Also stell dir mal vor, du wachst auf und das Ding liegt in deinem Arm und so auf dir drauf. Ja, rein. Das wäre, wenn ich aufgestanden und die hätte zum Beispiel neben mir gechillt und mich angeguckt. Dann wäre ich doch gestorben. Ja, so ging es mir beim ersten Mal, wo die bei mir in die Bude kam.
Hätte ich noch einen echten Nachbar. Ah, wie viel Wut brauchen wir denn? Ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal dann. Halt die baulichen Veränderungen unserer Base voll durchführen können heute Nacht. Vor allem, ich habe mir auch was für den Eingang überlegt, das habe ich auf dem anderen Server getestet, das funktioniert. Und ja, zwar kommt dann eine Treppe quasi, dann ist ein Ding frei. Beim nächsten Teil machst du diese Falltüren, diese zwei. Weißt du, welche ich meine? Nee. Die, wo du hochklappen kannst, diese Türen. Ach so, ja, ja. So zwei und dann geht's ganz normal weiter und du kannst quasi da drüber springen, weil das sind nicht so viele Blocks, aber die Zombies schaffen das nicht, die fallen dann da immer runter. Okay, und das heißt, wir kommen einfach hier nicht durch. Genau, das können wir hier bauen, allerdings müssen wir die komplette Treppe weiter hier rüber setzen, dass wir hier oben genug Platz haben für diese Falltür etc., wo du dann drüber springen kannst. Könnte man eigentlich machen. Du kannst mal dein, so, halt das ist Woodlock zu diesen Woodplanks machen. Ja. Weil davon werden wir gleich relativ viel brauchen. Und dann müssen wir noch Schlafzimmer oben einziehen, wird das so wie beim letzten Mal. Kannst du euch dann auch mal anfangen, dann fange ich mal an mit der Treppe. Schlafzimmer einziehen. Ja, halt noch so eine Zwischenetage, wie wir es beim anderen auch gemacht haben. Ich hab den Craft-Timer übrigens auf doppelt so schnell gestellt. Ich dachte jetzt hier im Let's Play müssen die Leute nicht 3 Stunden zugucken, wie du Zeug craftest. So. Ja, das ist gut. Deswegen ist jetzt mal doppelt so schnell. Instant fand ich ein bisschen zu arg, aber doppelt so schnell dachte ich jetzt. Ja, so. Das passt schon. Gut. Das passt schon. Das passt schon ganz gut. Das Ding ist, ich habe nur nie Blocks gebaut. Ich muss einfach die Planks dann einfach zusammen. Du brauchst diese Wood Frames, heißen die, glaub? Ja, genau, Wood Frames. Da kannst du dann diese Rahmen setzen, quasi. Ja. Und dann brauchst du irgendeinen Hammer oder sowas. Repair Tool, quasi. Ja, und dann? Damit schlagst du dann mit der rechten Maustaste da drauf auf so einen Rahmen, wenn du Wood Planks im Inventar hast. Ah, und dann füllt es sich aus, oder was? Genau. Hast du zufällig einen Hammer? Dann gebe ich dir kurz einen. Warte, ich hab. Ich geb. Wo bist denn du? Oben. Ah. Ja, komm mal kurz hier runter, ich droppe die hier. Werden wir kurz locker. Das Repair Tool gedroppt mitten im Haus. Mitten im Haus? Ja. Geronimo! Beine gebrochen. Wo baue ich denn jetzt? Nein, ich scrap. Nein, nein, nein. Stop, 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 stop. Oh, fuck. Stop this right now. Warte, ich muss erst mal gucken, wie ich das hier genau mache.